So, hallo ihr Lieben. Seit langem mache ich wieder mal ein Bastelvideo. Ja. Es fällt mir noch schwer, darüber zu reden. Leider ist unser mein Kader verschwunden. Keine Ahnung, was er hatte. Aber wir haben schon einen kleinen neuen süßen Fratz, der im April ein Jahr wird. Ja, und dann war ich sehr lange krank. Leider. Aber jetzt freue ich mich wieder aufs Basteln und euch wieder Videos zu machen. Bastelvideos. Ja. Und ich hoffe, ihr freut euch. An erster Stelle möchte ich mal Grüße loswerden an meine liebe Bastelgruppe. An Halle. Erklärt. Österreich. Ja. Ach, Nürnberg. Oder zumindest Nähe Nürnberg, ne? Nach Bad. Ich vermisse euch alle. Ja. Und ja, ich war nicht ganz einfach, weil es einfach zu viel für mich war. Es tut mir auch leid. Und, ja. So, ich habe hier für euch was vorbereitet. Ist wie eine kleine Tasche, wo man ein bisschen was reintun kann. Hier habe ich mal zwei Tüten, zum Beispiel sowas, zum Aufbewahren. Ja. Und ja. Das nächste Mal zeige ich euch, wie man. Ja. Wie man sowas bastelt. Heute zeige ich euch, wie man das dekoriert. Na? Und ich, ja, mit Klettverschluss. So. Das ist wie eine kleine Armbandtasche. Und ja. Da kann man. Sowas drauf machen. Ja. Dass man im Ganzen abgeht. Na, wenn nicht so wie ich will, aber jetzt. Ja, und liebe Grüße auch an Menden. Ich hoffe, wenn die Leute sehen es auch. So. Ja. Es war halt nicht alles einfach. Gut, dann machen wir oben das.
So. So. Achso, nein, nicht ganz zusammen. Ja, merkt ihr hier. So. Und da kann man auch zum Beispiel ein Bild draufkleben und dann haben ich mache jetzt mal einen Namen drauf. Ja, und leider hatte ich auch das Pech, dass ich mir leider einen neuen Account machen musste, weil ich gehackt wurde. Leider. Und dann haben wir hier Moment mal. Ja, irgendwann ist der neue Schatz auch ein Videostar, der liegt jetzt hinter mir und schläft. Ja, der kleine Mann. Aber er ist ein ganz süßer. So, und da kann man solche Herzchen drauf machen, zum Beispiel. Und ja, das kann man nach Belieben machen. Nach Belieben machen. Ja. Und das nächste Mal zeige ich euch dann, wie man sowas bastelt. Und ich hoffe, freut euch über das Video. So, das war's. Das kann man so dekorieren, wie man will. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut über das Video. Das nächste Mal zeige ich euch, wie man sowas bastelt. Und ja, ich würde mich über einen Daumen hoch, über ein Abo, über Überraschungspost, Überraschungspaket freuen. Jeder Kleinigkeit zufrieden. Und ja, zufrieden mit der super Bastelgruppe. Und so. Ja. Und ganz liebe Grüße nach Österreich, Anna. Erklärt. Und die alle uns kennen. Und an die liebe, großartige Bastelgruppe. Bleibt so wie ihr seid. So. Und dann bis zum nächsten Mal. Ihr Lieben, tschüssi.